Hintergrund, Pokal, Dirk, auch hier, freuen sich die Leistung der Mannschaft. Beide Trainer werden jetzt nochmal Gelegenheit haben, ein paar Worte zum Spiel zu sagen. Der Gast darf anfangen, ich übergebe das Mikro an den Herrn Deiß. Und ich denke, unterm Strich war es für uns ein verdienter Sieg. Wir hatten es während der gesamten 90 Minuten aber leider versäumt. Wir hatten eine Vielzahl von hundertprozentigen Torchancen. Relativ früh für klare Verhältnisse zu sorgen. So hat es bis zur 75. Minute gedauert, bis wir den zweiten Treffer erzielt haben. Postwende ist dann das 1-2 gefallen, was man natürlich dann nicht unbedingt gebraucht hätte. Aber ich denke auch nach diesem Treffer war das Spiel eigentlich so gut wie nicht in Gefahr, weil Weinheim hat dann auch nicht mehr die Kraft gehabt, da uns in der Defensive vor Probleme zu stellen. Gott sei Dank haben wir dann mit dem dritten Treffer letztendlich dann den Sack zugemacht und wie gesagt, unser Ziel war ins Halbfinale einzuziehen. Das ist uns gelungen und wie gesagt, jetzt warten wir ab, wer uns später zugelost wird. Vielen Dank. Danke, Herr Deiß. Ich gebe das Mikro weiter an Dirk. Ja, von meiner Seite aus zunächst mal herzlichen Glückwunsch an den SV Waldhof für den Einzug ins Halbfinale. Ich muss sagen, dass wir insgesamt aus meiner Sicht ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht haben. Wir haben über weite Strecken des Spiels aus meiner Sicht keinen Zweiklassenunterschied gesehen. Es war über weite Strecken sogar aus meiner Sicht ein Spiel auf Augenhöhe. Ich gebe ganz weiß recht, dass der SV Waldhof die besseren Torchancen gehabt hat über das Spiel hinweg. Wir haben natürlich auch eine richtig gute Qualität in der Offensivreihe, richtig Tempo. Die Jungs haben sehr, sehr viel investieren müssen, um das immer wieder zu verteidigen, immer wieder zu doppeln, waren die Außenpositionen. Das war nicht einfach, aber insgesamt muss ich sagen, bin ich mit der Art und Weise, wie wir gespielt haben, sehr, sehr zufrieden, weil wir unserem Spiel grundsätzlich treu geblieben sind. Wir haben den SV Waldhof vor allem in der zweiten Halbzeit sehr, sehr hoch gepresst. Da ist auch in der Regionalliga nicht so viel eingefallen im Spielaufbau. Wir haben das Spiel aus meiner Sicht in der zweiten Halbzeit über beide Strecken auch kontrolliert. Da waren auch die besseren Torchancen, ich habe gar keine Frage. Ist insgesamt verdient in die nächste Runde eingezogen und dafür herzlichen Glückwunsch. Gut, danke an die beiden Trainer. Gibt es noch Fragen von eurer Seite, der Presseseite aus? Wenn keine Fragen mehr sind, dann darf ich mich bedanken an beide Trainer am Ende der Pressekonferenz. Viel Erfolg. Ja.